Ja, es handelt sich um einen neuartigen Erreger, der aus Patienten, die an einer schweren Atemwegsinfektion litten, in Wuhan isoliert worden ist. Und es konnte sehr schnell die komplette Erbinformation des Viruses isoliert und charakterisiert werden, sodass wir nun auch klar wissen, wie dieses Virus einzuordnen ist. Und diese Analyse zeigt, dass es sich um ein recht eng mit dem sogenannten SARS-Virus verwandtes Virus handelt. Was auch wichtig in diesem Zusammenhang ist, die Kenntnis der kompletten Erbinformation ermöglicht es uns, sehr sensitive und spezifische diagnostische Tests durchzuführen. Und das ist natürlich auch deswegen wichtig, weil die Symptomatik dieses Viruses mit Erkältungssymptomen, schweren Erkältungssymptomen, natürlich teilweise Erkältungskrankheiten, die auch derzeit grassieren, saisonal grassieren, ähnelt und überlappt. Und das erlaubt natürlich dann eine robuste und sichere Diagnostik. Was wir auch wissen ist, dass die Sterblichkeitsrate des Viruses vielleicht derzeit, wie wir es absehen können, nicht so hoch ist wie bei der SARS-Epidemie 2002, 2003. Sie liegt derzeit bei circa 3 bis 4% der infizierten Patientinnen und Patienten, wobei es sich dabei in erster Linie um Menschen mit Vorerkrankungen handelt. Also der Verlauf der Erkrankung kann je nach betroffenen Patienten sehr unterschiedlich sein. Wir haben ein Spektrum von eben, wie gesagt, Patienten mit sehr schweren Atemwegserkrankungen bis hin zu einem milden oder gar asymptomatischen Verlauf. Der milde bzw. asymptomatische Verlauf ist natürlich für die betroffenen Patientinnen und Patienten durchaus erfreulich. Eine Kernaufgabe des Paul-Ehrlich-Instituts ist die Zulassung und die Überprüfung von Impfstoffen. Und eine ganz wesentliche Funktion, die wir hierbei im Moment ausüben, ist die Beratung von Impfstoffherstellern auf dem Weg zu einem spezifischen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Diese Expertise haben wir unter anderem auch dadurch, dass wir natürlich auch selber Forschungsarbeiten zur Entwicklung von Impfstoffen, zur Entwicklung von Impfstoffen gegen neuartige Erreger hier am Paul-Ehrlich-Institut durchführen. Wir arbeiten dabei insbesondere an sogenannten Plattformtechnologien. Das können Sie sich wie eine Art Baukasten vorstellen, dass Sie eine Grundstruktur haben, auf die Sie jetzt die jeweiligen Antigene eines neuen Erregers fixieren, um dadurch eben recht flexibel und schnell auf neuartige Erreger und die damit verbundenen Herausforderungen reagieren zu können. Eine weitere und sehr beschäftigende Aufgabe ist die Sicherheit von Biomedizinprodukten. Und hier geht es natürlich derzeit im Moment um die Frage, sind die Herstellungswege sicher, um auszuschließen, dass es zu einer Infektion durch dieses neuartige Coronavirus kommen kann. Wir können eindeutig sagen, dass zurzeit davon auszugehen ist, dass die ergriffenen Maßnahmen vollauf geeignet sind, sicherzustellen, dass Biomedizinprodukte, beispielsweise Blutprodukte, nicht durch dieses neuartige Coronavirus verunreinigt sind. Grundsätzlich ist natürlich die Entwicklung und Zulassung eines Impfstoffs durchaus ein langwieriger Prozess, weil wir natürlich am Ende sicherstellen wollen, dass ein gleichermaßen wirksamer wie sicherer Impfstoff auf den Markt kommt. Nichtsdestotrotz wissen wir aus Arbeiten über eng verwandte Viren, wie zum Beispiel das MERS-Virus, dass es im Bereich der Oberflächenproteine dieser Coronaviren und auch jetzt dieses neuartigen Coronaviruses sehr konservierte Bereiche gibt, also Bereiche, die weitgehend unveränderlich sind. Das könnten Zielstrukturen sein, die nach einer Impfung vom Immunsystem erkannt werden und dann dazu verwendet werden können, die Infektion zu hemmen und eine weitere Ausbreitung des Viruses zu verhindern. Allerdings müssen wir klar sagen, dass wir bei dem neuartigen Coronavirus hier natürlich sehr am Anfang stehen, aber es ist an vielen Stellen wirklich sehr schnell reagiert worden und die Entwicklung hat begonnen,
sodass wir jetzt auf die ersten Ergebnisse zunächst aus dem Labor warten müssen, die dann eben halt im Rahmen weiterer klinischer Studien verifiziert und weiter ausgebaut werden müssen.